Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten und seht mal da nach oben. Wir haben 1860 Diamanten und die werden wir heute in diesem Video ausgeben. Ja Leute, ihr habt richtig gehört. Heute werden wir mit den Juwelen um uns schmeißen, denn wir haben ja im letzten Stream ein Angebot bekommen, wo wir 1860 Juwelen und dann auch noch die Waffe Ying Yang bekommen haben. Und das habe ich mir ja dann natürlich geholt, denn es hat nur 10 Euro gekostet. Wenn man da in den Shop schaut, dann ist das alles viel, viel teurer. Wenn ich mir 1860 Edelsteine so kaufen würde, würde das Ganze über 60 Euro kosten. Das ist schon richtig krass. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, wir geben mal diese ganzen Juwelen aus, die es hier gibt. Denn wir haben hier ja genug Events, wo man sie einlösen kann. Wir können sie endlich mal hier einlösen, dass wir uns die ganzen Waffen hier holen können. Dann können wir sie in Glückstruhen verwerten und dann können wir auch noch hier ein paar Eier ausbrüten und auch neue Waffen können wir kaufen, was wir natürlich auch machen werden, wenn noch was überbleibt, damit ich euch auch die zeigen kann. Ja Leute, falls euch dieses Video gefällt, auf alle Fälle einen Daumen nach oben geben und in Zukunft wird es natürlich auch wieder sehr, sehr viele Pixelgun 3D Streams geben, damit ihr die nicht verpasst, am besten einfach hier die Glocke aktivieren. So, deswegen gehen wir hier gleich mal rein in das Zeitreise-Event und holen uns mal hier den verfluchten Pirat. Wir brauchen da ja nur noch ein paar Teile, dass wir uns den holen können. Deswegen drehen wir hier ein paar Mal, beziehungsweise würfeln wir hier ein paar Mal 1860 Juwelen. Ich glaube, ich hatte noch nie so viel auf einmal. Schreibt mir doch mal auch in die Kommentare, wie viel eure Meister, euer höchster Kontostand hier war bei den Juwelen. Ja, und es wird ja auch immer teurer. So, jetzt zahlen wir schon 10 Edelsteine, um hier zu würfeln. Und wir bekommen hier gleich nochmal 25 Teile. So, es wird hier nicht so extremst viel teurer wie bei den anderen Events, die es noch gibt, wo man auch hier was aufdecken muss. Und wenn wir hier noch ein paar Runden fahren, dann bekommen wir ja wieder 50 Juwelen und dann nochmal 100 Juwelen. Deswegen schaffen wir es vielleicht sogar heute, dass wir in diesem Video 2000 Juwelen ausgeben. Und das wäre eigentlich schon richtig, richtig krass. So, wir würfeln hier nochmal eine 6. Ja Leute, wir werden hier heute nicht spielen, also keine Runden, denn ich glaube, das alles hier wird ordentlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann in den nächsten Videos, so 10 Edelsteine haben wir schon, werden wir dann die neuen Waffen, die wir hier bekommen, gleich mal ausprobieren. Denn ich glaube, diese mythischen Waffen, die man hier bei dessen Event hier freischalten kann, wie zum Beispiel den verfluchten Pirat, sind richtig, richtig starke Waffen. So, wir bekommen 100 Münzen, weil wir wieder mal eine Runde beendet haben. Aber jetzt wird es langsam aber sicher teurer. Jetzt zahlen wir schon 54 Juwelen, damit wir hier einmal würfen können. 63 Juwelen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier noch brauche, damit ich hier den verfluchten Pirat freischalte. Ah, da oben steht's. 200 Teile haben wir von den 250, die wir brauchen. Ja, sollte schon drinnen sein, dass wir die hier bekommen. Wir müssen ja nur noch zweimal hier auf ein Feld kommen, wo wir den verfluchten Pirat ziehen. Ja, es ist, glaube ich, eine Nahkampfwaffe. Also, es sieht für mich nach einer Nahkampfwaffe aus. So, eine Stunde VIP gefällt mir gar nicht so gut. So, jetzt zahlen wir schon 90 Juwelen. Ich bin wirklich gespannt, ob wir es eigentlich schaffen mit den ganzen Juwelen, die wir haben, dass wir hier das alles freischalten können. Aber wir bekommen ja gleich 50 nach dem nächsten Würfeln. Und ich hoffe so sehr, dass es hier bald vorbei ist. So, mit 4. So, 50 Edelsteine haben wir da schon. Nein, das war's nicht. Aber jetzt haben wir entweder mit 1 oder 3 die Chance, das Ganze hier abzuschließen. So, bitte eine 1. Yes, Leute! Und da haben wir den verfluchten Pirat erhalten. Yes! Glückwunsch, du hast genug Teile, um diesen Gegenstand herzustellen. Ja, das werden wir dann gleich mal machen. Wir klicken hier gleich mal auf Erstellen. Ja, herstellen. So, wir könnten es auch beschleunigen und für 3 Juwelen. Es wäre nicht so, als hätten wir keine, aber wir haben natürlich auch genug Zeit, um die herzustellen. So, weiter geht's mit dem Wikinger. Obwohl, den Wikinger kann man ja auch sehr, sehr leicht hier beim Battle Royale Modus freispielen. Deswegen gehen wir hier weiter zum Gladiator und decken hier ein paar Dinge auf. Wie ihr seht, jetzt kostet das schon 122 und jetzt kostet das schon 218 Juwelen und das ist einfach so extremst krass. So, 3 Teile und ich muss sagen, die 363 zahle ich jetzt bestimmt nicht mehr.
Ja, es gibt hier noch 100 Edelsteine, 10 Edelsteine und auch noch den Gladiator selber, also die 100 Teile. Aber nö, deswegen gehen wir hier lieber da weiter und schauen, was wir da so ziehen. So, einmal 3 Teile vom Wikinger. Die 100 Teile würden mir schon reichen, ehrlich gesagt. So, nochmal ein Edelstein. Und jetzt wird es auch hier extremst teuer. So, 10 Edelsteine. Ich glaube, jetzt sind wir fast auf den 2000 Edelsteinen. Wir haben ja vorhin die 50 erhalten, ein paar von den 10 haben wir auch noch. Aber egal. So, jetzt gehen wir weiter. Wir werden hier ein paar Eier ausbrüten, denn ich möchte gerne mein Einhorn etwas verbessern hier. Deswegen brüten wir hier gleich mal, hier ein paar Eier aus. So, wir haben hier einen Igel bekommen. Dann haben wir hier ein Hühnchen. Das haben wir anscheinend noch nicht gehabt. Und dann haben wir hier auch noch einen Eisbären erhalten. Na gut. Nicht so nice, deswegen schauen wir gleich mal weiter. Es wäre richtig, richtig cool, wenn ich hier ein paar Einhörner ziehen würde. Oder ein anderes mythisches Tier. Oder einen Steinbock, denn dann könnte ich hier das Ganze upgraden noch einmal. Denn das ist ein Ding, was man sich holen muss beim für den Battle Pass. Da muss man ja auch Eier ausbrüten. So, beziehungsweise seine Haustiere upgraden. So, der Eisbär. Und dann haben wir hier noch, was? Eine Hyäne. Okay, die habe ich jetzt anscheinend erst zweimal gezogen. Deswegen ist das Ganze etwas, ja. Ich hab mein Einhorn, deswegen brauche ich eigentlich fast kein besseres Tier hier, Leute. Aber na gut, schauen wir mal weiter. Was können wir uns noch kaufen? Ich meine, durch diesen, ja, es ist schon extrem teuer, an diese Teile zu kommen, um den Glücksdreh hier zu machen, denn man zahlt hier wirklich schon zum Schluss dann diese 363 Juwelen, was einfach so abnormal viel ist, Leute. Denn wenn man sich die Teile hier dann holt, die sind eigentlich gar nicht teuer. Wenn man sich hier für den, wenn man das halt so im Gegensatz sieht, weil man kann sich ja auch diese Teile alle kaufen. Wir gehen jetzt mal in die Waffenkammer, gehen hier zum, wo ist denn der Wikinger? Ja, ist eine Primärwaffe. Und da kann ich das auch kaufen. Und da würde ich für 100 Teile nur 10,99 € zahlen. Und wenn wir jetzt nochmal drehen müssten, ne, dann hätte ich den freigespielt. Wenn ich hier nochmal drehen müsste, würde ich 218 Juwelen zahlen. Und mit etwas Glück hätte ich dann den Wikinger gezogen. Aber wie viel kosten 218 Juwelen? 218 Juwelen kosten um die 10 Euro. Deswegen lohnt sich das überhaupt gar nicht, wie ich finde, dieses ganze Glücksdreh. Die rechnen sich eigentlich nur, wenn man so bis, ja, 10 Juwelen immer damit spielt. Denn ansonsten bekommt man ja meistens eh nur VIP oder das Gold nachgeschmissen. Also schon recht komisch das Ganze. So. Wieso? Ich meine, bei anderen Events kosten 100 Teile auch 100 Euro, was noch brutaler ist, wie ich finde. Ja, mit den Preisen hat es Pixelgun 3D ehrlich gesagt nicht so. Schreibt mal bitte eure Meinung zu diesem Thema bitte in die Kommentare, weil ich finde das, beziehungsweise jetzt ist ja komplett unlogisch, wieso ich hier 300 Juwelen aufwärts für einen Dreh zahlen soll, wo ich möglicherweise die 100 Teile ziehen kann, wenn ich eigentlich auch die 100 Teile für 10,99 € kaufen soll, was eigentlich umgerechnet viel, viel billiger ist, beziehungsweise sicherer ist, denn ich habe ja vor den 300 schon die 200 Juwelen gezahlt, was sich ja dann komplett summiert, was einfach krank ist, Leute, meiner Meinung nach. Aber na gut, wir schauen hier auch mal rein. Ich will euch natürlich auch ein paar Waffen noch zeigen. Ich möchte ja am liebsten hier alle Waffen bei Pixelgun 3D kaufen, damit ich die alle mal in einem Video zeigen kann. Ja, Scharfschützenwaffen haben wir schon sehr, sehr viele gekauft. Da haben wir schon sehr viel herumexperimentiert. Aber wir können uns natürlich hier auch mal was anderes kaufen. Genau, das wollte ich mal hier verbessern. Das Anti-Champion-Gewehr, das beschleunigen wir auch. Damit ich das wieder besser spielen kann. Denn da spielen ja wirklich sehr, 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 sehr viele im Match momentan. So, das hat jetzt eine Effizienz von 99 bei mir. Zusatzwaffen. Was können wir uns da holen? Elektroblaster-Pistole. Ich glaube, die ist gar nicht so schlecht. Und ja, Monstersprenger haben wir ja in den letzten Videos schon ausgiebig getestet. Primärwaffe habe ich eigentlich auch noch hier was zum Verbessern. Die Megakanone. Das machen wir auch gleich mal so. Dann schafft das Ganze eine Effizienz von 31 und wird somit fast eine meiner besten Waffen hier.
Ja, goldener Freund hat noch mehr Effizienz, hat eine Effizienz von 32. Aber nur gut. Wikinger haben wir hoffentlich bald freigeschaltet. Da brauchen wir ja nur noch ein paar Levels hier im, ja, beim Battle Pass. Und dann haben wir auch den freigeschaltet. Das machen wir natürlich in einem Stream. Deswegen unbedingt die Glocke aktivieren, damit ihr das nicht verpasst. Und falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich auch sehr über ein Abo von dir hier freuen. So, einzelner Schuss Blutung und 10-fach Zoom. Aber wenn ich mir den Neutralisator anschaue oder den Gladiator, den wir hoffentlich bald freischalten, ist das richtig mies dagegen gesehen. Deswegen möchte ich mir die fast nicht kaufen. Es ist wirklich schwierig, was man sich hier mit den Juwelen kauft. Ich finde ja, man sollte auch die Juwelen mit den Juwelen sich so Kampftickets oder so auch kaufen können. Aber naja, da ist Pixelgun wohl nicht so dafür, dass man das hier so macht. So, das wollte ich hier nicht machen. Oder was? Ich muss hier mal eigentlich schauen, was ich mir hier alles mit den ganzen Sachen kaufen kann. Ich könnte auch hier was upgraden, die Drachenpfeife beispielsweise. Verbessern wir die mal. Ich glaube, das ist wichtiger als hier alles andere, als hier eine neue Waffe zu kaufen, weil wir da ja eh schon sehr, sehr gute Waffen haben. So, da brauchen wir nichts. Support, können wir den noch upgraden? Verbessern wir natürlich den Samurai. Kann Doppelsprung und alles drum und dran. Ein Dämonenstein. Weiß nicht, ob ich den noch verbessern soll. Wir haben jetzt hier noch 209 Juwelen. Ja, ich würde sagen, den hauen wir auch aufs Letzte rauf, damit das hier mega gut upgegradet ist. Und jetzt haben wir noch 114 Juwelen. So, was machen wir mit denen? Das ist immer eine gute Frage. Ich meine, wir könnten damit hier ein paar Eier noch ausbrüten, aber dass ich ein Einhorn bekomme, das ist ja wirklich sehr, sehr schwierig hier. Wahrscheinlich, dass ich da wirklich bekomme. So, königlicher Kämpfer haben wir hier 5 Teile bekommen. Die Glückstruhe wurde ja seit dem letzten Upgrade verbessert. Man bekommt ja hier eigentlich keine Dings mehr. Keine Juwelen, also fast keine Juwelen mehr. Denn früher hat man ja eigentlich nur Gold und Juwelen aus den Glückstruhen bekommen. Aber jetzt bekommt man ja eigentlich bessere Preise. Aber na gut, sie wurde ja auch teurer. Sie kostet jetzt 5 Juwelen anstatt von 3 Juwelen, wenn man hier dran drehen möchte. Und Kampfkronen finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Weil damit können wir unseren Kampfpass upleveln. Und ich hoffe, wir bekommen da noch mehr. Ich würde sagen, wir öffnen hier einfach, ja, mit den restlichen Juwelen, was wir haben, ein paar Glückstruhen. Und dann haben wir ja durch die Juwelen, die wir hier bekommen haben, bei den ganzen Drehs noch, über, ja, fast 2000 Juwelen bekommen, was eigentlich, also ausgegeben, was eigentlich schon krass ist. Also Leute, bitte das nicht nachmachen. Ich wollte euch nur zeigen, wie schnell man hier eigentlich die 1860 Juwelen ausgeben kann bei Pixelgun. Ja, kauft euch lieber das, was ihr braucht. Wie gesagt, ich habe schon die besten Waffen, mit denen ich gut spielen kann. Nur die neuen müsste man sich halt immer dazu kaufen. Aber wie ihr schon gesehen habt, die durch Glücksdreh, also mit den Glücksdrehen zu bekommen, ist auch extrem teuer mit den Juwelen, deswegen solltet ihr auch da irgendwie nichts investieren. Ich finde hier, seit das, also seit der, die Glücksdruhe verbessert wurde, ist das hier am besten, seine Juwelen loszuwerden, wenn man zum Beispiel keine Waffe hat, die man noch kaufen möchte. Man kann natürlich seine alten Waffen upgraden. Was man auf alle Fälle tun sollte, was für mich jetzt auch wichtig war, dass ich hier die ganzen Gadgets und auch meine Waffen upgradet habe, damit ich hier wieder vorne mitspielen kann. Und ja, ihr seht schon, man bekommt keine Juwelen mehr. Das finde ich gut, weil man hatte früher, da hatte ich ja mal schon ein Video gemacht, wo ich 42 Juwelen hatte. Da konnte man eigentlich, wenn man sich's ausgerechnet hat, nur so 14 Mal einen Glücksdreh machen, aber weil wir so viele Gratis-Spins bekommen haben und auch so viele Juwelen, haben wir ganze 42 Skins, Drehungen gemacht, was schon richtig, richtig krass ist. So, letztes Weihnachten bekommen wir auch 5 Teile. Finde ich jetzt cool, dass die ganzen Teile auch in den Glücksdrehen sind, Glücksdrohnen drinnen sind. So, Klaue der Macht, geht's leider vorbei. Ja, und wir können hier den Kampfpass ordentlich upgraden dann. Gut, dass wir hier das sind die ganzen Glücksdrehs hier reinsetzen. So, Sternenspur, 5 Teile, nicht schlecht. Ja, wir können noch ungefähr 7 mal drehen. So, Kampfkronen, sehr, sehr wichtig. Sehr nice, dass ich da so viele bekomme. War ja auch im letzten Stream sehr, sehr schwierig, wie ihr vielleicht bemerkt habt, dass ich hier an die Kronen gekommen bin, weil einfach viele Events, wo steht, ja, du musst das und das werden,
sehr unlogisch formuliert waren. Und auch wenn wir das erreicht haben, zum Beispiel Erster werden im Battle Royale, haben wir das nicht einlösen können. Sehr, sehr komisch. So, 5 Schlachtcredits. Die brauche ich ganz dringend, denn damit kann man sich ja auch ein Level im Schlachtpass kaufen. Und wenn ich mir ein paar Levels noch im Schlachtpass hole, dann können wir den Wikinger freischalten. Bin schon gespannt, was wir eigentlich für die Teile bekommen, die wir für den Piratensäbel hier bekommen hätten, wenn wir den hier bekommen. So, wir bekommen wieder Münzen, haben wir ja auch genug. Viele von euch wollen ja auch eine Waffe sehen, die Münzen kostet. Wird dann in nächster Zeit kommen, da wir ja jetzt so viele Münzen schon wieder haben. So, ein Dreh ist nach diesem Dreh noch drinnen. So, ich Scharfschützenschaufel. Nice. Und dann öffnen wir das Ganze gleich nochmal. So, Superhero Cape und auch die Münzen. So, okay. Alles klar, Leute. Wir haben hier ganze über 1860 Juwelen ausgegeben. Ja, jetzt sind sie weg. So schnell geht es. Innerhalb von 16 Minuten 1860 Gems ausgegeben. Aber na gut, ich wollte euch zeigen, wie schnell das hier alles geht. Wie gesagt, nicht nachmachen. Denkt lieber nach, für was ihr eure Juwelen ausgebt. Besonders hier, sobald hier steht, dass man über 1000, sobald man über 100 Juwelen für den Dreh ausgeben muss, lohnt es sich eigentlich nicht mehr. Deswegen da bitte etwas die Finger davon weglassen. Aber na gut, Leute. Kampfpass ist jetzt auch auf Level 13, wie ihr gesehen habt. 10 Juwelen bekommen wir noch. Oh, wir bekommen hier noch 10 Juwelen. Die holen wir uns natürlich. VIP drücke ich jetzt nicht auf holen. Das werde ich erst einlösen, wenn ich weiß, ich spiele öfter. Das heißt, wir können ja eigentlich noch 2 Glücksdrehs machen. Schade, dass es nicht 11 Juwelen waren. Da hätten wir dann, ja, noch einen Dreh mehr machen können. Aber na gut, so. Superhero Cape, 3 Teile. Und hier der letzte Dreh wahrscheinlich, wenn wir nicht so viele... Ja, das war's auch so. Schlachtcredits bekommen wir hier. Wie viel? 5 Schlachtcredits. Wie viel habe ich jetzt eigentlich von denen? 474. Wenn ich noch 6 mehr hätte, könnte ich hier meinen Kampfpass aufbessern. Und ihr seht schon, auf Level 15 bekomme ich hier 40 Teile vom Säbel, vom verfluchten Piraten. Und keine Ahnung, ob ich da irgendeine Entschädigung bekomme, weil ich das ja schon habe. Wäre cool, wenn das in Gold oder in Juwelen entschädigt wird. Aber das werden wir im nächsten Stream bzw. in einem der nächsten Videos sehen. Deswegen da auf alle Fälle einschalten, Leute. Wir sehen uns hoffentlich dort. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Damit ihr das nicht verpasst, unbedingt die Glocke aktivieren. Falls du neu bist, würde ich mich auch über ein Abo von dir freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut. Und haut rein, Leute. Ciao. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns. Ciao.